Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Wir sind in der letzten Mission der ersten Kampagne hier in Kalifornien und müssen unsere Punkte hochkriegen. Vorhin sind wir beinahe gestorben, weil unser Park geschlossen war. Das werden wir jetzt aber hier ändern und werden jetzt mal zu einer neuen Mission aufbrechen. Denn wir müssen hier noch ein paar offen haben, die müssen wir hier finden. Dafür fehlen uns noch Leute. Albertosaurus. Allosaurus. Dann holen wir uns die zwei in Phoenix. Holen wir uns die in Phoenix. Wir brauchen ja nicht hier überall rein, theoretisch Wege durch, ne? Kann ich euch mal bitte hier rausnehmen? Dann würde ich dich gerne rausnehmen. Und würde hier gerne... Nein, ich habe doch gesagt, das Ding weg. Und würde hier gerne, ja... So. Rum das hier platzieren. So. Und dann setzen wir noch ein zweites hier in die Ecke. Und oh, voilà, hier in die Ecke. Jetzt muss ich schnell die Straße reparieren. Hin. Und hier hin. Dann machen wir das Ganze hier wieder schön zu. Perfekt. Und gehen dann hier hin. Setzen das in die Ecke rein. So. Und hier hin. Perfekt. Dann machen wir die Tore links seitlich hin. Sind die nicht wieder hier im Strombereich drin? Super. Bedeutet rein theoretisch entweder... Wir teilen das dann hier dementsprechend auf, dass das zwei Gehege sind. Oder wir können die so benutzen. Drei gefunden, zwei gefangen. Dann Saurier transportieren. Produkttransport im Gange. Ich hätte gleich gerne eine Wasserlache. So ein bisschen. Hinten rum. So, da kommen die zwei her. Da haben wir uns gleich unseren Park Ranger. Aufgabe hinzufügen und scannen. Und dann scannt er gleich mal. Mit und die auch mit hier. Zustellung wurde abgeschlossen. Dann schauen wir uns nicht gleich mal an, ob die was. Ob das denen hier so passt oder ob wir hier Probleme haben. Aber scheint auch so, als ob wir hier gleich einen Medical Scan durchschicken können. Aufgabe hinzufügen. Medical Scan bitte bei beiden durchführen. Weil die müssen uns jetzt nicht unbedingt Probleme machen, sonst wird das ja wieder eine ganz schöne Sache. Benötigt Statusprüfung. Fehlender Wald, sagen sie.
Wie viel Wald wollen denn die? Freiraum und Beute. Okay, Beute ist immer so einfach eine Wartesache. Im Freiraum bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Okay. Nicht so happy über die Fläche insgesamt, wie scheint. Oder ist es, wenn ich hier vorne Freiraum frei mache, dass das dann besser ist? Man muss ein bisschen spielen, wie scheint. Wir scheinen schon ganz gut dabei zu sein. 65%. Das ist das kleinste Gehege auch, ne? Aber bei 93%, also perfekt grundsätzlich. Ist ein bisschen kleines Gehege, aber scheint zu passen. Ist gleich auch eins der kleinsten in dem Fall. Könnte höchstens das nach hier draußen noch so ein bisschen ausbulgen und die Straße. Das könnten wir machen. Nehmen wir uns die Straße hier vor. Und setzen die außen drum dran. Gehen dann vom Gehege her hier so hin. Obwohl ich über den Anschluss hier ein bisschen Medium denke, da können wir bestimmt was Besseres draus machen. So. Und dann brauchen wir noch ein Tor drin, damit wir reinfahren können. Falsche Abteilung, hier. Und dann reißen wir das Ganze hier ab. Freiraum hinzugefügt. Jetzt müssen sie es wahrscheinlich noch entdecken, aber dann sollte das ja ganz gut passen. Dann werde ich ihnen trotzdem noch den Fluss weiter durchführen. Fluss, hier. Entdeck das neue Gebiet, du Idiot. Ah, steigt. Der Freund hier scannt das gerade ab, wie es scheint. Bereich, Freiraum. Ah, Bereich ist gleich genau die Fläche insgesamt. Und Freiraum steht dann im Prozentbereich, glaube ich, zu Wald, oder? Jetzt halt müssten wir da relativ gut dabei sein. Man ist halt ein bisschen größer jetzt geworden, aber pff, wurscht. Du siehst sie und alles ist gut. Dann nächste Tiere. Das haben wir hier. Herosaurus. Schicken wir beide wieder los. Währenddessen bestellen wir uns ein paar neue Wissenschaftler. Neu hinzufügen. Haben wir denn irgendwas? Oh, du gehörst auf jeden Fall direkt mit zum Team. Und haben wir dann hier noch ein. Die ist ein Wohlbefinden. Mega gut. Die Talkbird, die nehmen wir auch noch. Kann ich rein theoretisch auch noch erforschen? War die hier? Kann ich in Strukturen reingehen und noch ein bisschen forschen oder? Tut ihr beide mal bitte da forschen. Ich kann eh nicht so viel forschen, wie ich gerne würde. Na, hier schon kann ich die mittelgroßen elektrischen Zäune und die großen elektrischen Zäune auch noch erforschen. Okay. Das ist alles Medizin.
Seid ihr eigentlich krank? Nee, ne? Nein. Super. So, bedeutet, die Kollegen sind jetzt unterwegs. Wir haben 1600 schon. Oder die haben uns jetzt über 1000 gebracht, die zwei hier. Nicht schlecht. Ich würde jetzt in beide schon in eine Lebensfangfalle reinsetzen. Aber es bleibt dasselbe. Kann man die Straßen so drüber setzen, dass man rein theoretisch auch einen... Nee, das geht leider nicht. Das fehlt noch. Dass man wirklich sagen kann, okay, man designt sich erst das Gebiet, macht Flüsse und alles, dass die Straßen drüber laufen und es einfach alles so eine natürliche Verbindung darstellt. Das fehlt ein bisschen. Ich glaube, das hätte hier noch einen relativ coolen Platz. Aber was jetzt auch noch geht, ist ja, wir können ja... Ich setze mal hier hin. Ranger-Team zuweisen. MUV-Team zuweisen. Einfang-Team zuweisen. Dasselbe machen wir jetzt hier. Und ist das Gebiet quasi abgedeckt, großteils? Der Kollege checkt die ganzen durch. Die Krankenwagen werden automatisiert. Das ist so ein bisschen Automatisierung, die gleich uns ganz gut tun wird. Ich glaube, hier machen wir dann auch mal nochmal ein Gehege hin. Das könnte uns ganz gut helfen. Das zieht Kreise. Warum fliegt denn der jetzt einfach so blöd rum? Oder ist da irgendeine Gefahr ausgesetzt? Können wir eigentlich rein theoretisch Bunkeranlagen bauen? Schutzraum, ja. Vielleicht zum Beispiel hier gar kein schlechter Ort, um ihn hinzusetzen. Verschiedene Orte einfach mal ein paar einzelne Schutzräume setzen. Man weiß ja nie, wann er gut wird, ne? Eingehende Übertragung. Super. Drei Ressourcen, wie viel haben wir? Drei haben wir gefangen. Schicke Sache. 2 Minuten 30. Saurier transportieren. Transportiere Produkt. Kommt rein, lasst sie fallen. Bin gespannt. Wir machen auf jeden Fall, wie es scheint, aktuell ganz gut Geld. Wir tun aber auch nur böse Tiere hier dran. Was ich gerne wieder, oder das müsste man wahrscheinlich im Singleplayer oder im offenen Spiel machen, einen wirklich großen Zoobereich mit allen möglichen Pflanzenfressern. Wo ist denn der Produkt transportiert. Bitte untersuchen. Dann wissen wir gleich, wie der Status von dem ist. Identifiziertes Leiden. MUV ist unterwegs. Nice. Wo rennt der hin? Sonst vom Komfort her, Bestand ist am Limit, Wald brauchen sie mehr, sagen sie. Wir kriegen jetzt hier noch so eine Waldstrecke. Dann will ich das so ein bisschen... So ein kleiner Bruch der Saure aus. Ich glaube, er wird gerade behandelt. Ich glaube, die werden gerade behandelt. Das machen sie gerade automatisch. Schaut gut aus. Wie fehlendes Wasser? Wie viel Wasser wollen die? Ist doch Wasser da. Die brauchen jetzt mehr Wasser, okay. Panik, ja, jetzt schauen wir gut aus.
Das sind aber auch schöne Tierchen. Schaut euch den an. Der schaut schon schick aus, hat zwar seine Verletzungen, wie es ausschaut. Aber grundsätzlich auch schicke Tiere. Schicke, schicke Tiere. Gut, Kontrollturm. Zwei Glyphosauren. Kann ich die auch im Urlaub schicken? Dann fahren die zwei jetzt mal bitte. Kann ich das im Kontrollraum wahrscheinlich machen unter Personal? Kann ich nicht ausruhen. Schade, okay, also müssen die einmal komplett ausgelastet sein. Dann kann ich das doch, glaube ich, mit Forschung jetzt einmal machen. Denn wir haben noch, finde ich, hätte ich mal angucken müssen, hier die Forschung offen. Mach die mal bitte. Sind wir bei 1900, also werden mindestens noch roundabout 3-4 Gehege brauchen, denke ich. Ich bin mir jetzt aber auch im Allgemeinen nicht sicher, ob das jetzt hier eher so ein End ist, sozusagen so ein, hey, du hast die grundlegenden Sachen vom Spiel jetzt beigebracht bekommen, zeigt, dass du es kannst. Oder ob das eher in die Richtung geht, wir brauchten eine Mission noch fürs erste Ding, schau, dass sie einfach sich beschäftigen. Ja, cool sind sie, ohne Frage. Also ich fand eh immer, dass die Spiele wie Jurassic World Evolution, Planets Zoo, wunderschöne Spiele sind vom Aussehen her, ohne Frage. Da kann man sagen, was man will. Sie sind wunderschön. Und wir haben auch Gäste. 2,257 Millionen. Wie schaut's ein? Pro Minute machen wir 200.000. 999% mehr als im letzten Monat. Wir machen 57.000. Kostet uns der ganze Spaß aktuell. Ansehen. Zustimmung. Aktivpostbewertungen. Nicht sichtbar. Ja, Mike, ist er mal nicht sichtbar. Heult euch an. Finanzen, Missionen, genau. Ihr sagt uns halt, wir müssen halt erhöhen, aber da kommen wir dann die nächsten großen Missionen. Kann ich die jetzt in den Ding schicken? Ne, die haben jetzt, hä? Denen geht's wieder besser, okay. Ja, dann forscht nochmal bitte den nächsten Zaun. Wenn wir jetzt wirklich was Großes holen, hätte ich doch gerne vielleicht einen besseren Zaun. Zur Verfügung. Da geht sich das gar nicht aus. Sind nur Upgrades, okay. Das sind nur die Upgrades und das sind die Krankheiten. Könnt ihr beide mir bitte die schnell erforschen? Dankeschön. Ein bisschen erforschen tut nie weh. Also wir tun jetzt erstmal die Anschaupunkte platzieren. Na, lassen wir es mal schnell fertig bauen. Dann sollten wir es in Sicht kriegen. Und ob es da mehr lohnt, es nicht so zu platzieren. Warte, muss ich es wahrscheinlich nochmal neu auswählen. Nee, rendert es nicht.
Noch ein bisschen rennt er das. Dann platzieren wir das hier so. Dann machen wir ein großes Gehege mal hin. Ach schon. So, wir transportieren. Produkt wird transportiert. Dann machen wir nicht jetzt den Weg rum. So. Produkt wurde transportiert. Kein Strom. Das mit dem Strom ist ganz schön nervig teilweise. Platzieren hier jetzt noch ein. Produktzustellung bestätigt. Zack. So. Perfekto. Einfahrt kommt hier hin. Und sollte noch im Überwachungsbereich so ein bisschen von hier sein. Perfekt. Bedeutet, wir tun einmal... Die müssen ins Baumgebiet Bäume rausschmeißen. Aus dem Gebiet komplett. Und ich würde dann hier so gerne einen einfachen See hinmachen. In der Mitte ein schönes Wäldchen. Dann ist das Gebiet rein theoretisch auch fertig. Wie geht's denen? Fehlender Wald. Lass mich lesen. Bereich reicht 1,1. Sie wollen aber mehr Wald. Fehlender Freiraum. Jetzt werden sie pingelig. Habt ihr das ganze Gebiet schon entdeckt? Scheint so. Bedeutet, wenn ich euch jetzt wieder Wälder wegnehme, werdet ihr gleich wieder schreien, oh, jetzt bin ich Wälder. Fehlender Wald. Oder ist das jetzt genau das, was ich vermutet habe, dass einfach das Gebiet zu klein ist? Ich kann höchstens die Straße hier hinten abbrechen. Ah, das ist doch auch wieder blöd. Sonst müsste ich das Gebiet hier ein bisschen umschmuggeln. Fehlender Waldfreiraum. Ah, das Wasser. Wir schneiden mal vielleicht die Wasserfläche ein bisschen runter. Das könnte mir natürlich auch viele Krux brechen. Was soll ich sagen, wenn ich jetzt ein bisschen Wald noch hinzufüge?
der Freiraum noch gerade beschränkt, aber sie sind in Ordnung. Super, dann lassen wir es genauso. Das ist okay, das waren jetzt auch wirklich kleine Gebiete. Also muss man sagen, das war grenzwertig. Das wären jetzt 8 Trodons. Ach, das sind süße kleine Dinger. Ja, die interessieren uns aber gerade. Wissenschaftler Limit 2. Bedeutet, ich brauche Profis an der Hand, oder wie? Ich mache nochmal in ein Wissenschaftlergebiet vielleicht. Dann sollen die schnell währenddessen mal forschen. Und wir schauen uns mal an, ob wir irgendwas in der Art... Haben wir hier jetzt... Wissenschaftlerlimit... Wissenschaftlerlimit 3. Ich muss Profis einstellen anfangen. Okay, dann müssen wir jetzt mal kurz mal hier gucken. Was ist der schlechteste? Der hat 5. Okay, wir haben dich. Dich lassen wir leider. Ja. Wir müssen schauen, ob wir jemanden mit hoher Logistik haben. Das ist ein sehr hoher mit Logistik. Du bist zwar in allem anderen scheiße, aber in Logistik bist du gut. Bedeutet, wenn wir jetzt hier hingehen, kann ich das da mit einem machen? Das sind 2 Allosaurus und das sind Albertosaurus. Wir nehmen die 2 Allosaurus als erstes Mal. Na, wenn, dann nehmen wir jemanden, der nicht unbedingt unseren Krankenhausstatus halten kann. Und wie viel haben wir? 2500. Ja, wir kommen langsam ran, wir kommen langsam ran. Hier könnte man dann sonst noch ein anderes Gehege reinbauen. Das können wir gleich mal vorbereiten. Dann können wir gleich den Allosaurus danach holen. Aussichtsplattform. Gehege bauen. Dass das sicher nur eine Zwischengrenze wird. So. Dann brauchen wir wieder die Straße rein. Weg, den wir hier rum platzieren können. Das machen wir jetzt ganz easy. Du kriegst auch deinen Weg hier dran. Mit sogar einer simplen Verstärkung nach hier direkt. Und nach hier einfach, weil wir es können. Wir haben jetzt hier nicht schon 2 große Gebiete gemacht. Wenn wir jetzt mal auf der Karte schauen, wie voll haben wir denn unser Gebiet gebaut? Wir haben rein theoretisch noch genug Platz. Das finde ich gut. Als nächstes brauchen wir dann nochmal einen neuen Beobachtungsposten. Da war der Beobachtungsposten. Ich setze den hier in die Ecke, dann kann der vielleicht noch die nächsten unten in der Ecke auch beobachten. Ja, aber es hat einen generischen Wachs. Irgendwie hier drin, hier in der Mitte hätte man mehr draus machen können. 2 lebende Allosaurus gefangen. Super. Weiter. Saurier direkt transportieren. Dann gehen wir gleich wieder auf die Karte zurück und bestellen uns die, den Albertaurus. So, und los geht's. Ihr merkt schon, der Hauptstrom geht hier lustigerweise zum Expeditionszentrum.
Weil es gleich auch alles eigentlich Mitarbeiter sein sollen. Auffüllen den Treibstoff bitte. Blöd, wenn er ausgeht irgendwann. Hier füllen wir auch auf. Wie viel Fläche ist hier drüben eigentlich noch? Mal auf der Karte gucken. Ja, hier passt noch ein Gehege und hier auch noch eins. Und dann machen wir wieder eine Straße, die hier so durchführt. Haben wir hier wieder zwei Gehege alleine schon. Hier passen auch nochmal locker fünf hin wahrscheinlich. Es steht diesmal viel auf dem Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Und ich täusche mich nicht. Wir haben es geschafft. Wir sind dabei, eine neue Beziehung zu den Sauriern aufzubauen. Revolutionäre Ideen, wo ist denn unser Auto? Weil wir die Vergangenheit besser verstehen können. Und wie wir das tun? Wir versuchen, diese Unfälle hinter uns zu lassen. Nun, wenn ich dürfte. Es gibt keine Unfälle, nur unentdeckte Ursachen. Fahren wir nach unser Mitte. Fehler, der Fehler der Menschheit, ist zu glauben, dass wir die Wahrheit wissen wollen, obwohl uns die Lüge ausreicht. Diese genetisch erzeugten Saurier, sie sind so real, wie wir sie machen. Wir haben seit Ewigkeiten Hunde und Katzen und Nutztiere gezüchtet und manipuliert. Warum? Nicht für die Tiere, sondern zu unserem Nutzen. Und Sie denken, das tun wir auch jetzt? Sagen Sie es mir. Jeder Kontakt, egal wie winzig und begründet, führt zu Veränderungen. Ist es nicht so, Dr. Dua? Für den Moment müssen wir das akzeptieren. Unser Job, mein Job, ist es, dafür zu sorgen, dass diese Tiere die beste Pflege erhalten. Dann sehen wir weiter. Ja, ja. Wie wunderbar chaotisch von Ihnen. Wie wunderbar chaotisch. Habe ich keine Bonde bis jetzt reingesetzt? Ernsthaft? Er beschwert sich über Freiraum und dass wir zu viel Wasser haben. Dann tun wir das Wasser halt mal reduzieren. Machen wir noch so einen kleinen Tümpel hin. Und erhöhen dafür die Waldmenge. Fehlende Beute, das ist natürlich ungut. Aber das kann man schnell beheben. Einfach mal in den Wald reinsetzen, gut. Albertaurus wurde gefangen. Den tun wir gleich mal nach da drüben transportieren. Produkt in der Luft. Die sind hundertprozentig zufrieden, perfekt. Ich habe schon gemerkt, ich werde irgendwo diese Folge wieder geschnitten haben. Weil es sind schon wieder eine halbe Stunde, bedeutet ich habe schon wieder zwei Folgen heute alleine aufgenommen. Weil ich spiele einfach, ich bin jetzt gerade hier so im Flow drin und versuche das Ziel zu erreichen. Dass ich die Zeit dezent übersehen habe. Aber auch kein schlechtes Tier hier, schau dir den an. Hat sie jetzt die Zeit wieder angehalten oder akzeptiert er das einfach? Ich glaube, er hat es auch akzeptiert, dass das alles passt. Wo ist denn unser Auto schon wieder hin? Da ist unser Auto. Kriegst du uns mal die Aufgabe, dass du da hinfahren musst? Oh, der hat die... Der hat die Ziege erwischt. Der hat die Ziege erwischt. Und setzt sich dann drauf. Er düst jetzt hier durch, da unten rein und kann ihn dann auch checken. Ist super. Von den Finanzen. Alter, wir machen immer mehr Kohle. Das ist super. Das fehlt in Big Ambitions. Dino Zoo. Überhaupt nicht auf, wenn ich nur so... Da zischt schon wieder eine Ziege rum. So. Nicht einmal auf den Inseln haben wir etwas geschaffen, das so... so... perfekt ist. Nun, da wir sie nicht frei herumlaufen lassen können und die Saurier nie das Leben kennenlernen werden, das sie leben sollten, zumindest so perfekt wie möglich. Wir... sollten wohl glücklich sein. Aber sind wir das? Vielleicht. Das ist die Frage. Okay, etwas stört dich und ich bin es nicht. Nein. Also, was dann? Dieser Park. Das ist nicht das Ende für die Saurier. Oder? Nein, natürlich nicht. Wie könnte es?
Es ist zu gefährlich, diese Tiere derart nah an der Zivilisation zu haben. Wir werden ihnen folgen. Meinst du das ernst, Owen? Ist dir klar, was du da sagst? Wir sind ein Team. Ich kenne dich, Claire. Du wirst ihnen nicht den Rücken kehren, was auch eine schlechte Idee wäre. Mach das nie. Niemals. Und ich kann es auch nicht. Diese Tiere sind ein Schicksal, dem wir nicht entkommen können. Und nicht nur wir beide. Alle. Damit muss die Erde nun klarkommen. Ja, entweder behandeln wir den Planeten richtig, oder die Saurier machen ihn zu ihrem. Oh, das Auto wird angegriffen. Telefon verschluckt. Auch nicht schlecht. So. Jetzt muss ich noch ein bisschen anpassen. Eingehende Übertragung. Mission abgeschlossen. Jawohl. Ich war noch mitten im Arbeiten drin. Nicht schlecht. Mission Kalifornien abgeschlossen. Dann hören wir uns mal an, was sie zum Ende zu sagen haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und jetzt zum Abschluss-Plädoyer. Yosemite. In der Sprache des Miwok-Stammes bedeutet das Tal derer, die töten. Passend, nicht wahr? Die Starken jagen die Schwachen. Der Jäger und der Gejagte optimieren permanent ihre Größe, ihr Aussehen, ihre Stärke, ihre Sicht und Geschwindigkeit. Der Verstand wird immer besser in der einen Aufgabe, die zum Überleben notwendig ist. Die Evolution ist ein nie endendes Wettrüsten, das bis heute andauert. So ist das Leben. Es begrüßt Veränderung. Und nun sind die Saurier in das Tal derer, die töten, zurückgekehrt. Die Frage ist nicht, gehören sie in den Yosemite Park? Das tun sie ganz sicher. Nein, nein. Die Frage ist, werden sie bleiben?